Am Abend reisen zuerst der Graf Vincent und die Baroness Anastasia mit ihrem Gefolge an. Während der Anreise versucht ein Meuchler des Barons zu Schattental den Grafen zu ermorden. Die Priester des Talamon wollen dem Gefolge des Grafen entgegengehen und dann zum Kastell führen. Der Meuchler allerdings wird von einem Dämon der Herren der Finsternis getötet. Dieser hinterlässt eine eindeutige Krallenspur im Gesicht des Meuchlers. Der Graf eilt nun zum Kastell und schickt einige Wachen aus, welche die Gegend erkunden sollen. Diese kommen zurück und berichten, dass alles ruhig sei. Noch zwei mit her! Er ist anscheinend tot! Durchsucht ihn mal. Nichts. Der andere ist weg. Seht hier, ein Dolch! Er hat einen Dolch in seiner Hand! Ein Wurfdolch! Er wollte nichts Gutes. Meuchler. Nehmt eure Plätze wieder ein! Aber was hat ihn bitteschön dort getötet? Ein gar schreckliches Wesen. Kam aus dem Nichts herangestürmt und sein Gesicht ist zerfetzt. Bitte ein Schild, weil. Es hat sein Gesicht zerfetzt. Es hat sein Gesicht zerfetzt. Vincent, der hat noch einmal zugeschlagen. Ich habe das genau gesehen. Ich habe es gar nicht richtig gesehen. Ich habe nur ihn gesehen. Möchtet ihr euch das ansehen? Links vor, Marsch! Links! Ja. Der Baron zu Schattental hat ein Auge auf die Baronie Falkenstein geworfen und auch versucht, um die Hand der Baroness Anastasia anzuhalten. Allerdings hat diese abgelehnt und lieber dem Grafen Vincent die Ehe versprochen. Der Baron, in seiner Eitelkeit gekränkt, der nun seine Pläne durchkreuzt sieht, schließt einen Pakt mit der Herrin der Finsternis, welche ihm helfen soll, doch die Baronie Falkenstein und eventuell die Grafschaft Weißenfels in seine Hand zu bekommen. Der Baron und sein Hofmagier haben der Herrin der Finsternis ihre Seelen versprochen. Dafür hilft diese ihnen, an die Macht zu kommen. Natürlich versucht der Baron, ihre Hilfe nicht in Anspruch zu nehmen und unternimmt auf eigene Faust einige Versuche, den Grafen auszuschalten. Kann ich dem Markgrafen eine entsprechende Empfehlung ausdrücken? Er kann diesen Tempel betreten. Er hat ihn nicht geschenkt. Am Morgen kommt es zu einem größeren Ork-Angriff auf das Lager. Dabei werden ein paar Wachen des Grafen getötet. Die Orks sind vom Baron angeheuert worden, um Verwirrung zu stiften und die Wachen des Grafen zu dezimieren. Natürlich kämpft der Baron auf Seiten des Grafen, um seine wahren Ziele zu verschleiern. Der Baron kümmert sich darum, weitere Leute auf seine Seite zu ziehen. Er verspricht Gold, Macht und Land. Drei! Und die Wohnung!
In der Nacht kommt es zu einer Vision. Hierbei sehen die Helden den Grafen Vincent und die Gräfin Anastasia. Es ist neblig und das Grafenpaar wird von einigen Wachen begleitet. Plötzlich hört man Glocken, Trommeln, Wind und Donner. Im Schein von Fackeln greifen Untote das Gefolge an. Und man erkennt eine große Gestalt mit Flügeln. Die Untoten töten die Wachen und das Grafenpaar. Thank you.
Franzis Dartel und... Castell und... Niemand ist dort. Doch, im Tempel. Sie dachten, wir könnten dort nicht hereintreten. Ich habe den Hohepriester, ich glaube, war es. Einen der Priester, etwas seines Besseren gelernt. Sie können ihn von der Wand abhauen. Es geht immer noch ein Stück. Und noch ein Stück muss ich nachhelfen. Probiert doch mal etwas noch tiefer. Das gerade tiefer! Ich denke, Würmer mögen Erde. Jener ist weg. Ein weiteres Herumfängern an diesem Zirkel und ich werde Blut und Verderben in den nächsten 10 Jahren über euch werfen. Medusen! Seht ihn an! Diesen jämmerlichen Lassen! Ich habe Zeit! Der Markgraf soll verrecken wie ein elendiges Schwein! Ich komme wieder!